tatsächlich sind wir im Laufe der Zusammenarbeit ein Paar geworden. Auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, nee, ja, also ich meine. Nein, aber man lernt sich einfach unglaublich gut kennen, man verbringt so krass. Wow, ich bin nett, aber hässlich. Nein, nein, es war natürlich ein Witz, aber man lernt sich halt krass gut kennen, man verbringt ewig viel Zeit im Studio und ja, weiß ich nicht, dann passiert das so. Er sah, sie macht dich hässlich. Er sagt, sie oder ich trenn mich. Er sagt, ich erkenn dich nicht, wenn du mit ihr im Sturzflug bist. Er sagt, deine Party ist so traurig. Er sagt, keiner mag dich, wenn du blau bist. Er sagt, ich erkenn dich nicht, wenn du mit ihr im Sturzflug bist. Also so ein paar grobe Konzepte für die Songs standen schon, bevor wir angefangen haben zu arbeiten. Ich bin ins Studio gekommen und man hat sich erstmal kennengelernt, hi. Und dann hat der Markus mal so vorgespielt, woran er so arbeitet. Auch andere Künstler, die er geil findet. Ich glaube, das ist so etwas, was vorher passieren muss. Weil wenn man anfängt zu arbeiten und dann stellt man auf einmal fest, irgendwie der eine hat Bock, irgendwie eine Heavy-Metal-Platte zu machen und der andere will Jazz machen, dann wird es schwierig. Also insofern, klar, man einigt sich auf jeden Fall schon davor, in welche Richtung es musikalisch gehen soll, oder? Ja. Und ich feier mich kaputt. Mein Schmerz begießen, bis die Tränen fließen. Feier mich kaputt. Bis ins Nirvana schießen, diesen Rausch genießen. Er sah, sie macht dich einsam. Ich sah, ja, schon damals, als ich klein war. Ich sehe doppelt, doch bin sicher, ich treff. Zielt sicher, wenn ich alte Wunden verletz. Er sagt, er sagt, er sah. Und dann ist es auf einmal still. Keiner mehr da, der mich nach Hause bringen will. Ich an der Bar trinke klar. Wir sind uns treu, er mir egal. Der Track Feier mich kaputt, das sind tatsächlich eigentlich fast Zitate aus einer Beziehung, sag ich mal. Und ja, das war Thema, Trennungsthema und so ist der Text entstanden. Wenn man sich ältere Mola-Songs anschaut, waren die einfach vielleicht ein bisschen lieblicher als auch mein Leben so lieblich. Jetzt habe ich es gesagt. Lieblicher als mein Leben auch ist. Und ich wollte einfach irgendwie dass die Texte noch mehr illustrieren, wie mein Leben tatsächlich ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es total abgefuckt und abgestürzt ist, aber vielleicht auch in der Zeit waren das schon Aspekte in meinem Leben und ich wollte das auch unzensiert in den Texten rüberbringen irgendwie. Ich feier mich kaputt. Mein Schmerz fließt, bis die Tränen fließen. Feier mich kaputt. Mit Hirns nur Bana schießen. Feier mich kaputt. Mein Schmerz fließt, bis die Tränen fließen. Feier mich kaputt. Von der Produktion her haben wir schon gewisse Sachen vorab gehört, weil wir gesagt haben, ja geil, das feiern wir. Jetzt nicht Blueprint-mäßig abkupfern, aber zumindest sich inspirieren lassen. Und da waren Sachen dabei, wie die ganzen Kitschkrieg-Geschichten, Tretman, Haiti. Markus ist riesiger Kanye West-Fan. Ja. Nein, ich bin echt großer Kanye West-Fan. Und da lasse ich mich auch immer gerne inspirieren, auch mit seinen bisschen edgieren Sounds und so, auf was ich auch immer sehr stehe, ist, wenn man eine elektronische Produktion hat, dann irgendwie organische Elemente drin haben, verzerrte Bässe, E-Gitarren und sowas, finde ich, macht das Ganze irgendwie immer noch ein bisschen geiler, wie wenn es nur elektronisch ist.